Hallo, ihr Hübschen. Ich habe mal gedacht, heute mal was anderes. Ich meine, einen anderen Hintergrund. Ich gucke gerade, wie die Lichtverhältnisse hier sind. Aber naja, es geht, ne? Man kann mich sehen. Also, Leute, ich bin gerade dabei, ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen mit Fotos. Ja, also, ich meine, vielleicht kann ich euch eins zeigen von mir oder nicht. Ich schaue mir das mal gerade an. Naja, vielleicht finde ich ein schönes Bild von mir, so früher. Von früher so, ne? Das ist ja auch sowieso sehr lustig. Also von hinten kann man das ja so sehen, ne? Ich meine, ich zeige nur Bilder von mir. Keine Verwandtschaft. Auch wenn das interessant ist hier so, ne? Also ich glaube, ich habe jetzt gerade die Hochzeitsbilder von meiner Cousine hier. Ist auch ganz nett. Und irgendwelche Urlaubsbilder, die ich mal fotografiert habe. Auf jeden Fall sehr lustig. Ich meine, ich habe schon so einige andere Bilder gefunden. So. Und außerdem hier, also ich kann euch mal so Bilder zeigen, die ich so früher versucht habe zu schießen, so mit so diese Fotoapparate, ne, die man so weiter dreht, ne, wo richtiger Film drin ist. Also, ne, ich meine, so richtige Filme. So, wie heißen die Dinger denn nochmal? Ich komme nicht drauf, ist ja egal. Und ja. Ah, jetzt habe ich hier schon Bilder von meinen zwei Schwestern. Oh, wie schön. Lustig, sehr lustig. Muss ich mal sagen. Aber nichts von mir, außer hier das Bein. Also ich habe mein Bein fotografiert, Leute. Es ist echt, naja. Das ist genauso wie jetzt Technik, die begeistert, ne? Wenn man sich nicht so auskennt, ne? Dann, ja. Also ich habe hier so ein richtiges, also so, da sind ganz viele Bilder drin, so, ne? Und dann habe ich hier so ein, also das ist auch ein Bild von mir. Guck mal, sieht das nicht toll aus? Oh, da habe ich noch schöne lange Haare gehabt. So, ich habe da so eine, damit ich auch weiß, wo ich jetzt stecken geblieben bin, meine Bilderschauerei. Ne, also. Also hier ist sogar noch was von Nena drin. Das ist auch cool, ein Nena-Artikel. Also was man also wieder findet in solchen Sachen, ne? Ach. 20 Jahre Nena oder irgendwie so, keine Ahnung. Von 2002. Ne? Stecke ich mal woanders hin. Gucken, was ich damit noch mache. Und dann habe ich hier irgendwas anderes noch drin. Ich weiß nicht, da sind da keine Bilder. Wahrscheinlich Informationen, welche Jugendherberge ich war oder so. Winterberg. 2.2.2. Auch, also da habe ich das aufgeschrieben, so, ne? Warum? ganz interessant, ne? Was steht hier so drauf? Lublin und Warschau. Da war ich in Polen, Leute. also hier sind wohl Bilder drin von Polen und von Winterberg. Also da bin ich halt so sozusagen das erste Mal Ski gefahren und dann auch gleich in der, sage mal, ich bin nicht so ganz toll Skifahrerin gewesen. Ich bin nämlich in der, im Zaun gebrettert, weil ich nicht mehr bremsen konnte. Ja, so voll Ski, mit Skilehrer, ne? Also hier, guck mal hier. Cool, ne? Also wirklich schön eingepackt, ne? Mit Skilehrer und naja, hat nicht so funktioniert, naja. Also ich habe dann auch aufgehört mit Skifahren, Leute. Das war nicht, ist nicht mein Sport. Ne? Das ist wirklich nicht mein Sport. So, ja, hier sind Bilder von Polen. Ich war auch in Polen. Ne? Anja macht Hausaufgaben. Oder irgendwie so. Ich lerne Polnisch, aber es hat nicht so... Guck mal hier, wie lange Haare ich noch da hatte. Könnt ihr das sehen? Guck mal, ganz lang. Also ich meine, ich habe schwarze Jacke, also so eine Weste an, ne? Aber die sind ganz lang so. Hier. Ist auch interessant, ne? Oh, guck mal, so eine Wunsch-Erde. Ich war halt in Polen auch in einer Gastfamilie. War auch ganz nett. Da habe ich gekocht.
polnische Küche. Ja, ja. Das waren noch Zeiten. Da war man auch in der Schule sozusagen ein bisschen. Also ich meine, ich war in Ausbildung der Hauswirtschaft und bin dann halt auch als Tauschschülerin mitgefahren. Nach Polen, man möchte ja auch mal was anderes sehen außer Deutschland, ne? Mhm. Gucken, ob ich noch ein einzelnes Bild von mir finde. Ne, nicht wirklich. Sind so viele Leute drauf. Ja, das war's dann wohl. Ich glaube, dann gehen wir mal in die nächste Abteilung der Bilder. Ha, ich meine, hier sind auch Bilder bei. Also ich meine, hier sind auch viele Bilder bei. In diese ganzen Sammlung. Wo ich auch mit also Schlager- und Volksmusikkünstler zusammen ein Bild gemacht habe. Huch. Oh, guck mal hier. Ach, das ist auch cool. Das muss ich euch zeigen. Das war mal mein Zimmer. Also ich meine, das war ein Kellytuch. Das ist leider von Mäusen aufgefressen worden. Das war so mein Zimmer. Und ich meine, das kann man hier auch nochmal sehen. Diese Wand hier, ne, diese Decke. Ich habe da alles immer beklebt mit Postern. Entweder von den Kellys oder von anderen Künstlern. Und deswegen war die Tapete, also die wurde ja, ich meine, die ist ja auch gelb geworden irgendwann. Also ich habe nicht geraucht, ne? Das ist, naja, ist ja egal. Sieht nicht mehr so aus. So, gucke ich mal hier, was es halt noch so gibt. Mhm. Ha. Ein Bild mit Gruppe Wind. Irgendwie fehlt da eine, ne? Also fehlt die Hälfte eigentlich. Also das war von... Was für ein Jahr ist das denn? Von 2003, Leute. Kann man das so erkennen, ja? Ne? Da fehlt eine. Ich glaube, die hat das Foto gemacht. Ja. Hier auch ein Künstler. Frank Dingsbums, keine Ahnung. Dann noch ein Bild. Von Gruppe Wind. Ja. Ja, das war's dann wohl. War nicht so viel drin. Können ja mal in Erinnerung schwelgen, ne, Leute? Wie schön man mal früher war. Ich meine, wie schön lange Haare ich hatte und so braune und so. Was ist das? Oh, das ist auch lustig. Angel und Kelly. Vom Poster abfotografiert. Und hier habe ich, also ich mochte die Dame auch, diese Moderatorin. Linda de Mol von, ja. Ist auch immer, jeder seines, sage ich immer. Andere haben auf ihr rumgehackt oder keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall mochte ich die Traumhochzeit, Leute. Ich habe die gerne geguckt, ja. Und ich hab für Linda de Mol immer die Traumhochzeit angeschaltet. Ist hier drin? Ist gar nichts wahrscheinlich. Also da sind nur, ist gar nichts drin. Keine Ahnung warum. Oder? Doch, warte mal. Keine Ahnung, da war bestimmt ein Bild drin, aber steht nur Anja drauf. Wahrscheinlich das Bild, was ich da so in der Folie habe, war da drin. Ah, hier. Das ist auch so dünn. Also ich meine, ich habe hier Sachen, also ich habe hier so Dinger, da sind überhaupt keine Bilder drin. Guck mal hier. Es ist leer. Also ich glaube, das kann man ja wegschmeißen dann, ne? Also kann man ja gleich aussortieren. So. Man muss ja nicht immer den Müll aufbewahren, ne? Also. So, jetzt kommen wir weiter hier. Och, Gottchen. 2003. Ganz private Bilder, Leute. Sowas wie ein kleines Fan-Treffen mit Kerstin Rotscher. So, nicht zu Hause, aber bei einer Bekannten. Hier ist so eine Zimmerwand von mir, also wo ich meine WG gewohnt habe. Ne, da ist ja auch Nicole drauf. Also kann man das so erkennen, so. Also Nicole und ich. Und ich meine, ey, da war ich halt in... Diese Bilder sind hier halt von... Also ich meine hier, also das kann man ja wohl zeigen. Also ich meine, das ist jetzt so ein Küche, so ein Tisch. Also ich meine, hallo. Hat ja wohl keiner was dagegen jetzt, weil. Aber das ist eigentlich so ein Bild, das ist sehr unscharf, muss ich mal sagen. Also da habe ich bessere Bilder noch von Kerstin Rotscher und mir. Hier habe ich sogar meinen Spind von der Arbeit fotografiert, warum auch immer. Ich glaube, wegen diesem Geist, den ich da drauf. Also dieses Magnetteil hier, ja. Naja. Auf jeden Fall ist da auch nicht so viel Wertvolles drin an Bildern. So, gucken wir mal weiter.
was wir sonst noch so haben. Ich habe ja noch ein bisschen Auswahl hier, Leute. Kann noch ein paar Stunden dauern, bis das Video dann fertig ist. Ha! Scherz. Ach hier, das ist ein Bild. Das, guck mal, das bin ich alleine. So, guck mal, da kann man auch sehen, wie lange Haare ich schon noch hatte oder habe. Ich meine, die sind auch länger gewesen. Also man ist ja nicht alle Haare drauf jetzt, ne? Und das ist hier, das sind Bilder hier aus meiner Ausbildungszeit. Da sind nur Küchenbilder so drauf. Und halt, hier, da war ich auf, ich weiß nicht, ich glaube, Gronau Landesgartenschau oder so. Oder Edeka Familientag, so, keine Ahnung. Kann alles gewesen sein. Ich meine, weil ich habe ja hier noch so einen Künstler fotografiert. So einen Sänger. So. Ich schwebe halt hier gerade in Erinnerung. Also ich meine, ich sortiere ja auch aus. Ich meine, ich sortiere nicht jetzt die Bilder aus, ne? Aber ich sortiere immer noch so Sachen aus und was weiß ich denn überhaupt und keine Ahnung. Also hier sind auch kurzer nachgemachte Bilder. Also das habe ich schon vorhin gezeigt. Die sind auch gerade nicht so ganz. Also ich meine, die sind schön, also die sind schöne Erinnerungen, ne? Aber nichts für die Weltgeschichte. Ich gebe es mal zu. Ah, 2000. Also das Kerstin Rotscher 2003 Konzert. Also Veranstaltung. Vielleicht habe ich da auch noch ein Bild von mir mit ihr drauf oder so. Ja, guck mal hier. Ach du Heiland. Das ist, ich meine, es ist ja sowieso schon komisch fotografiert worden, ne? Also ich meine, hier guck mal, das ist hier so ein Rand, ne? Und aber cool. Also ich meine, nicht nur cool, wir sind gleich groß. Und ich habe halt einen Zopf, ne? Ich habe hier so einen Zopf, kann man das sehen? Das ist so ein bisschen unscharf. Naja, auf jeden Fall habe ich da einen Zopf. Und wahrscheinlich sehr lange Haare. Und so ein komisches Shirt an. Also ich meine, so wie ich halt jetzt heute noch rumlaufe fast. Also das ist echt cool, ja Mensch. Finde ich zumindest. Also wer Kerstin Rotscher noch nicht kennt, also der kann gerne einfach mal hier bei YouTube Kerstin Rotscher eingeben. Da gibt es was zu sehen und zu hören. Also sie hat auch gesungen. Und guck mal, hier habe ich nur Poster fotografiert, Leute. Kennt ihr die? Na, kennt ihr die? Janet Biedermann, ne? Also ich meine, die habe ich mir auch mal am Schrank gehangen, ne? So GZSZ habe ich auch früher geguckt, ne? Ich gebe es zu, Leute, aber heute nicht mehr. Und hier wurde ich fotografiert und da ist der halbe Kopf. Also mein Kopf ist halb weg. Ist auch cool, ne? Ich meine, es geht ja. Ne? So, das war's. Schon durch. Nächste Foto. So. Ich wollte euch ein paar Fotos zeigen und natürlich auch mal einen anderen Hintergrund, wobei ich immer noch das gleiche anhabe. Also ich meine, das ist mein Lieblings. Ich meine, es ist jetzt kein Shirt, sondern es ist so ein lang Ding. Das ist richtig long. Kann ich mal euch irgendwann zeigen, richtig, wenn ihr wollt. Davon habe ich mehrere übrigens, ja. Auch in gleiche Farbe und also zwei blaue, rot und das hier auch. Also mal gleich gekauft, weißt du, dass man das mal wechseln kann. Oh ja, das ist auch ein cooles Bild. Das bin ich übrigens, ne? Also. Und Hintergrund ist Nena-Poster. Also das Nena-Poster ist übrigens jetzt ausgezogen. Das wohnt jetzt in Holland. Das habe ich ja verschenkt über meinen YouTube-Kanal. An eine ganz nette mit dem Buch, ne? Was ich vorgestellt habe hier. Ja, das war auf jeden Fall mein Kinderzimmer hier im Hintergrund. Ich meine, ich habe Poster da hängen, ne? Kann man so ein bisschen sehen. Und dahin, also hinter mir so, hier da, das ist Nicole Poster von Abracadabra, sehe ich so gerade. Guck mal, mit Brille und dann mal so eine Fratze, wie ich mache. Ist doch cool, ne? Also wirklich. Hier so, Fotoshooting. Das ist mein Zimmer, ne? Also man kann sehen, ne, wie ich halt meine Wand immer gestaltet habe, so, dass man da einmal wieder Flecken weg, also oder überstrichen und dann neues Poster dran. Also da vorne ist, das ist Rolf Zukowski, ne? Ich weiß gar nicht, was da noch für ein Poster ist. Auf jeden Fall Gruppe Wind und Christine Westermann. Und das bin ich, ne? Guck mal hier, ich präsentiere gerade mein Zimmer, yeah!
Das spiegelt sich etwas, ne? Ach, da hängt Christina Bach. Ah, noch so eine. Cool. Ja, und ich habe immer mal Poster fotografiert, ne? Also ich meine, so die Wände, meine Wände der Zimmer. Also mein Zimmer. Wandzimmer. Ne? Da kann man das auch besser sehen, so, ne? Nicole. So. Yeah. Nena und Nicole nebeneinander. Das wäre ein geiles Konzert zusammen, so. Der eine singt ein bisschen Frieden und die andere singt 99 Luftballons. Oder beide gleichzeitig. So, und dann habe ich das auch mal umgehangen, ne? Also, ich habe die Poster auch mal umgehangen. Das eine war jetzt auf der Seite von beim Bett und dann hangen sie auf einmal auf einer anderen Seite meines Zimmers. Cool, ne? Also, ich meine, ich war immer schon ein bisschen chaotisch, ne? Schreibtisch sieht aus. Und daneben, also das hier, das ist der Tisch von meiner Uroma. Und habe ich auch immer meistens als Schreibtisch benutzt, genauso wie das hier. Weil ich so gerne immer Briefe geschrieben habe, ne? Stapelsicht immer die Post. Ja, so ist das halt. Oh, guck mal hier, das sieht auch cool aus. Hier haben wir mal kleine Pose, ne? Voll die Verträumte. Dann habe ich noch Bilder von meinen Schwestern hier. So. So viel dazu. Ist auf jeden Fall lustig so, wenn man auch ein paar Bilder noch von seinem Zimmer hat. Und weiß, wie das mal aussah. Ne? Oder man hat Bilder, die man gar nicht erkennen kann. So wie diese hier. Also ich meine, ich kann euch mal diese Überblick zeigen. Also man kann, das war der Film und der ist wohl irgendwie, ja, das meiste ist irgendwie nichts geworden, sondern eher, hier, das bin ich, schwarz, dunkel. Da haben uns gegenseitig die Haare geflechtet. So eine Mitschülerin aus der Ausbildung kam auf die Idee, wir sollten uns mal alle hier so Rasterzöpfe flechten lassen. Haben wir dann selber gemacht. War auch sehr lustig. Jetzt kommt auch noch was. 2004, Leute. Da hatte ich mir ein bisschen schon mal blonde Strähnchen gemacht. Ne? Also sieht schon ein bisschen anders aus, die Haarfarbe. Ich gucke euch, erzähle euch gleich weiter. So, ich gucke mir das durch, was man noch zeigen kann. Also ich weiß es ja nicht, also könnt ihr euch das zeigen, da ist ein Po drauf. Hast da unten jemand, der auf der Bühne sitzt und steht und singt, meine ich. Ja, hier, guck mal. Die kennt du bestimmt. Also hier, das ist Yves Pascal oder Ivy oder Yves. Diese, also sie hat auch früher gesungen, mehr oder weniger, so wie ich. Und das, man sieht ja auch, man konnte das jetzt sehen, dass ich da etwas blondere Haare habe. Also ich meine Strähnchen schon mal. So kann man Yves besser sehen. Haben wir hier für Fanclub geleitet, ne? Bis sie auch irgendwas anderes gemacht hat, so wie ich, aber ist egal. Keine Ahnung. Also ich habe überhaupt kein Bild. Es ist kein Bild bei mit Yves und mir zusammen. Also keine Ahnung. Da sind eher meine Schwestern mit ihr drauf. Naja. Vielleicht ist das noch in einem anderen Dings hier noch drin. Hier. Ich habe noch genug Bilder. Ja, das ist jetzt. Es ist auch, das ist nur nachgemacht. Kerstin Rutscher. Habe ich ihr wahrscheinlich mal geschickt. Müssten wir beide mal unterschreiben und bei eBay versteigern. Vielleicht ist das verbehrt. Ich meine, Kerstin Rutscher macht ja auch was anderes. Ich meine, ich bin ja gerade auch nicht, aber ich meine, das wäre doch mal was Lustiges. Aha. Also ich meine, wenn ihr das ersteigern möchtet, gerne, mache ich gerne noch ein Bild nach. Lasst Autogramm von Kerstin drauf machen oder von mir. Für wen auch immer und dann ist genug nachgemacht. Ach hier, guck mal, das ist auf jeden Fall geile Bilder. Das ist Eve. Ne, so? Ich meine, wir haben uns fast gleich geschminkt, ne? Also ich meine, das kann man nicht so erkennen, aber auch fast gleich schlank. Ne, guck mal, wie schlank ich da war, ehrlich, ey.
Cool, cool, cool. Eine ganze 36 habe ich da reingepasst. Ich glaube, das sind alles die gleichen Bilder. Vielleicht sollte ich davon auch eine unterschreiben lassen. Also ich auf der Seite und Eve auf der anderen Seite. Da kann man ein bisschen Geld mitmachen vielleicht. Nein, Quatsch. Ja, cool. Und das ist auch kleine Laura, die hat früher auch gesungen. Ja. Ich glaube, das sind alles nur die gleichen Bilder. Also ich meine, sieht ja schon mal schön aus, ne? Ich finde mich gerade sehr cool, dass ich so dünn war, Leute. Ich war so schlank, so schön schlank. Naja, aber ich bin ja, ich meine, ich find mich jetzt auch schlank genug. Also so schlank wie damals will ich auch nicht sein. Ich meine, ich habe ja jetzt meinen ganzen Kleider weggeschmissen. So große, was weiß ich was. Oh, jetzt hier noch schöne Anita Burg und mich. Zwei nachgemachte. Das habe ich übrigens auch, also an der Wand unterschrieben von ihr. Ja, das war jetzt, warte mal, keine Ahnung, 2002 oder so. 2004 steht zwar drauf, da habe ich das wahrscheinlich nachgemacht. 2004. Könnte auch 2004 wirklich gewesen sein. Dieses Bildchen hier. So. Ich glaube schon, aber ist naja egal. So, was haben wir noch da Schönes? So eine schöne Bilder von mir. Schicke ich auch mal irgendwie da rein. Das funktioniert gerade nicht. Auch nicht schlimm. Wird schon Platz finden hier. Yves Pascal, schon wieder auf Konzert. Ich meine, ich war ja fast mit auf Tour, ne? Hab ich mal Fotos gemacht, zumindest so, wie es halt funktioniert mit meiner aufziehbaren Kamera, ne? Ich habe ja hier so eine, wenn man schon die richtigen Fotos hat, ne? So, so. Vielleicht finde ich ja noch ein Bild von mir. Eher nicht, da sind noch ein paar. Ja, das, aber das kann man nicht so erkennen, ne? Also mal auf die Bühne, mal auch hier. Auf der Bühne mal ein schönes Foto gemacht zusammen alle. Wo auf der Bühne standen. Cool, ne? Ja. Sind halt Auftrittsbilder hier, wo sie alle auf der Bühne standen. So. So. Was gibt's noch Schönes? Fanclub-Treffen Anita Burg. Das war doch 2004. Das aussieht, sind da auch noch. Da sind auch andere Bilder bei. Ach, egal. Oh, die sind aber auch noch. Guck mal hier. Leute, wie ich immer schöne Fotos gemacht habe. Man kann gar nichts erkennen, aber ist egal, ne? Ist halt so dunkel gewesen. Ich meine, das ist das gleiche Bild wie vorhin, ne? Das hat sich nicht verändert. Sind nur ein paar Bilder mehr dabei. So, so. So, ein paar Fanbilder und so. Und von ihrem Mann und keine Ahnung, was auch immer. Nichts Weltbewegendes, Leute. Kann ich schon mal sagen. Guck mal, ich bin schon 23 Minuten dabei. Ich glaube, ich höre jetzt damit auf, ne? Wenn ihr noch mehr Bilder sehen wollt, klickt Daumen hoch. Dann findet ihr noch ein paar oder seht ihr noch ein paar von mir. Zeige ich euch gerne noch ein paar, die ich so hier habe. Wiederfinde. Zum Beispiel dies hier. Das ist Nicole D. und Eve und ich. On Tour sozusagen. Schlagertour und Tour. Was weiß ich. Wie auch immer. Oh, meine Waschmaschine rappelt ganz schön. Das ist auch eine Wand von mir. Ich meine. Das hört sich aber schlimm an. Ich glaube, ich gehe mal kurz gucken. Schleudergang extrem ist gerade an meine Waschmaschine. Also ich wollte eigentlich mein Zimmer, also meine Zimmerwände hier mal zeigen, die ich fotografiert habe früher. So, und hier sind auch Konzertbilder noch, also mit Vollnebel, ne? Man kann gar nichts erkennen. Tolle Bilder sozusagen. Also bei so Veranstaltungen und Auftritten von anderen, ne? Die ich dann fotografiert habe. Naja. Nichts, also ich meine, es ist weniger Weltbewegendes hierbei in dieser ganzen Fotosammlung. Vielleicht gibt es ja noch eine, also eine mache ich jetzt noch, ne? Eine zeige ich euch dann noch.
Und dann machen wir Schluss mit dem Ganzen. Wen es halt noch interessiert, der kann dann als mir schreiben und sagen, oh, ich möchte noch mehr Bilder von dir früher sehen. Ich meine, ah, das ist cool. Guck mal, das ist cool. Also das darf ich auch wohl zeigen, ne? Also das hier ist Lisanne, die singt übrigens auch. Die singt heute noch. Ich kann ihr euch, also ich werde hier euch einfach mal verlinken. Und guck mal, und das bin ich. Also ich meine, sie ist jetzt heute, ich weiß nicht, glaube 20 oder 19. Und das ist so süß. Oh, wie süß. Also die Lisanne, wenn du das jetzt siehst, ne? Ja, du bist so süß. So knuffig. Oh, ich hab die so lieb. Ich meine, du bist jetzt heute auch noch so süß. Ich meine, die ist echt schön, sieht die aus. Gut sieht die aus, finde ich. Aber naja, das war halt auf jeden Fall, war sie damals die Kinderprinzessin. Und ich glaube, dieses Jahr ist sie auch wieder in einem Karnevalsverein Prinzessin. Also, kann ich ja mal so, wollte ich mal kurz so gesagt haben, wenn ich schon dabei bin. Ich meine, wenn man sowas wiederfindet so. Und hier, guck mal, die auch. Oh, das ist auch so, so ein schönes Bild. Ah, das ist, das früher hieß sie Little Chantal, heute ist einfach nur Chantal, aber sie singt auch nicht mehr. Ich meine, und das kann man sowieso nicht so gut erkennen, ne? Ich finde das Bild so. Ich meine, sie ist heute so genauso groß wie ich, so. Das ist auch cool. Finde ich mal. Hat sich ganz schön gemacht, die Dame. Ne? Oh, hier sind auch noch so. Das kann man auch kurz zeigen. So, hier. Yuppie. Sehr schöne Bilder. Oh, von früher, ich weiß, wir waren alle jung und schön, Leute. Heute sind wir noch schön. Oh, jetzt hier, oh, das ist übrigens mein erster Hund. Der hieß Jerry. Der wurde 15. Ja, und der kleine Schnuffel. Oh, der hat noch einen, also das war so ein Kurzschwanz da. Ja. Bisschen süßer. Ja, gut, dass ich ein schönes Bild noch wieder gefunden habe von ihm. Gerade so. Das ist meine 80. Einfach Wiederholung hier. Also, das war's dann erstmal von mir und meinen schönen Bildersammlung hier. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir Bescheid. Ich mache gerne nochmal so ein Kurzvideo oder noch ein längeres, weil ich habe ja noch lange Auswahl. Ich meine, das ist ja nur eine Kiste. Ich habe ja noch mehr davon. So viel dazu. Hat mir Spaß gemacht, euch ein paar alte Bilder von mir zu zeigen. Ich meine auch Kindheitsbilder oder mit Langhaar oder Kurzhaar oder andere Farben. Ne? Hat man ja schon gesehen. Ne? Der eine mal dunkelbraun und ein bisschen blonde Strähnchen und jetzt ist es schön. Also ich meine, ich finde das jetzt auch schön. Ne? Jetzt ist es übrigens rot. Das ist noch nicht, also ich meine, rotbraun, ne? Das wächst gerade raus. Ich meine, ich bin ehrlich, ich habe versucht, zu Weihnachten, also zu Heiligabend, habe ich versucht, meine Haare zu färben. Und das werde ich euch auch mal gerne zeigen. Ich habe es nämlich aufgenommen, wie ich das probiert habe. Und ja, eigentlich habe ich nur die Spitzen eher mehr gefärbt als da oben drauf. Aber naja, Wunsch meines Schatzis wollte ich auch ein bisschen erfüllen, aber irgendwie hat es weniger geklappt. Naja, ich bin halt nicht so gut im Haare färben. Ich färbe eher die Gegend, also Umgebung, als ich meine früher schon. Ich meine, wenn ich Farbe Rot oder was weiß ich für Farbe genommen habe, habe ich eher meine Wohnung damit gefärbt als mein Kopf. So viel dazu. Ich wollte es mal kurz gesagt haben. Kurz. Naja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.